meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Jugendliche und Kinder, ich heiße Sie und heiße euch auf das allerherzlichste Willkommen. Wir befinden uns hier im koptischen orthodoxen Kloster der heiligen Jungfrau Maria und des heiligen Mauritius in Höxter Brinkhausen. Wir möchten gerne die Szene der frohen Botschaft, die Verkündigung der frohen Botschaft durch den Erzengel Gabriel an die Mutter Gottes Maria zeigen. Sie merken bei der koptischen Ikonografie, dass die Mutter Gottes Maria im Sitzen höher dargestellt wird als der Erzengel. Und genau ist das der Stellenwert der Mutter Gottes Maria in unserer Hymnen. Zuerst wird sie erwähnt und dann kommen die sieben Erzengel, darunter Gabriel. Bei dieser frohen Botschaft hat die Mutter Gottes Maria die Botschaft nicht verstanden. Im Gegensatz zu Zacharias, der wohl verstanden, aber nicht geglaubt hat. Die Mutter Gottes Maria schon als ein kleines Mädchen hat aber ernsthaft daran geglaubt.